herzlich willkommen von meiner Seite. Ich hoffe, Sie konnten alle kurz durchatmen, sich vielleicht einen Kaffee holen. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir sitzen auf einer Bühne hier erhöht auf 5 grünen Sesseln. Wir schauen in ein Publikum. Der Saal ist schon ganz gut gefüllt. Und ganz links auf der Bühne sitzt Verena Bentele, neben ihr Alexander Leonhardt, Dagmar Schmidt und Brigitte Knopf. Und mein Name ist Anna Brehm. Ich bin Referentin für Ökologie und Nachhaltigkeit hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich werde heute durch diese Podiumsdiskussion moderieren. Und ich habe aber auch die Veranstaltung insgesamt mit meinem Team zusammen organisiert. Das heißt, wenn Sie Fragen, Anmerkungen zur Konferenz allgemein haben, kommen Sie gerne auf mich zu in den Pausen. Wir sprechen heute zum Thema erfolgreicher Strukturwandel. Und Strukturwandel ist ja als Begriff eher negativ konnotiert. Wir denken da an Branchen, die abwandern, Arbeitsplätze, die verloren gehen. In den Regionen geht es den Bach runter. Und wir wollen den Begriff heute ein bisschen aus dieser dunklen Ecke holen. Wir wollen über die Potenziale sprechen, über die Vielfältigkeit. Und im Zuge der Energiewende, des Umbaus unserer Wirtschaft, wird es ja überall zu gewissen Strukturbrüchen, Strukturwandelprozessen kommen. Die müssen aber nicht unbedingt negativ sein, beziehungsweise sie müssen erfolgreich sein, damit die Energiewende gelingt. Strukturwandel ist ja eng mit dem Thema Kohleausstieg verbunden, aber er betrifft eben nicht nur die Kohleregionen, sondern alle Branchen, alle Unternehmen mit klimaschädlichen Aktivitäten können nicht so weitermachen wie bisher. Für Privathaushalte gibt es steigende Kosten oder Investitionen in Heizen und Mobilität. Und es gibt auch neue wirtschaftliche Chancen durch erneuerbare Energien und grüne Technologien. Das heißt, im Zuge der Energiewende wird Strukturwandel überall stattfinden. Und wir wollen heute darüber reden, wie gelingt erfolgreicher Strukturwandel? Wie kann das zu einer Positiverfahrung werden? Und vor allen Dingen, wie können wir Wohlstand und Lebensqualität erneuern? Dazu haben wir uns 4 Gäste eingeladen. Die können uns aus sehr unterschiedlichen Perspektiven was dazu sagen. Und ich würde sie gerne nochmal vorstellen. Das habe ich ja eben nur ganz kurz gemacht. Rechts von mir sitzt Brigitte Knopf. Die ist seit 2015 Generalsekretärin am Mercator Research Institute for Global Commons and Climate Change. Ein sehr langer Name. Und sie sind MCC, für die, die es kennen. Und sie ist auch seit 2020 stellvertretende Vorsitzende des Expertenrats für Klimafragen, der von der Bundesregierung einberufen ist. Da haben sie der Regierung auch gerade ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Und sie leiten auch im Copernicus-Forschungsprojekt Ariadne den Stakeholder-Prozess, Dialogprozess. Herzlich willkommen. Dann mache ich weiter mit Dagmar Schmidt. Die ist Vorsitzende des Vereins Lausitzer Perspektiven und seit diesem Jahr auch Präsidentin oder Projektleiterin der Bürgerregion Lausitz. Und ja, Präsidentin nicht. sie setzt sich für ein gutes Leben in der Lausitz ein und möchte mit diesen beiden Initiativen den Strukturwandel positiv gestalten. Das heißt, sie bringen engagierte Menschen zusammen und sie übersetzen gute Ideen in die Praxis. Herzlich willkommen. Und dann Herrn Leonhardt, auch Sie herzlich willkommen, ist Geschäftsführer von Wirtschaft Wilhelmshaven. Der verantwortet die Wirtschaftsförderung von Stadt und Region. Und Sie sind auch seit einigen Jahren Geschäftsführer des Technologie- und Gründerzentrums GERA, wo Sie vor Ihrem Wechsel nach Wilhelmshaven gelebt und gearbeitet haben. Und Verena Bentele kennen vielleicht viele noch aus dem Spitzensport, aber auch bei ihrem Engagement ist sie sehr ambitioniert unterwegs und leitet seit 2018 den größten deutschen Sozialverband VDK und hat da unter anderem mit dem Buch Wir denken neu aufgezeigt, wie wir durch eine Reform des Sozialstaats gesellschaftliche Spaltung verhindern können. Und auch an Sie ein herzliches Willkommen. Ja, und ich habe natürlich viele Fragen an Sie, aber auch das Publikum soll zu Wort kommen. Das heißt, ich werde auch wieder gerne viele Publikumsfragen einbinden. Sie können sich gerne schon mal überlegen, was Ihre Frage sind,
Fragen sind, damit Strukturwandel gelingt. Und natürlich auch im Livestream, also die Zuschauenden, die uns online zugeschaltet sind, die begrüße ich auch sehr herzlich. Und auch da gibt es die Möglichkeit, sich über den Chat zu beteiligen. Und ich werde dann immer mal einen Blick auf meine Kollegin werfen, die den Chat betreut. Ja. Unser Panel trägt den Titel Erfolgreicher Strukturwandel und ich würde gerne mit Ihnen, Frau Schmidt, anfangen, weil die Lausitz, dass sie eine Region im Strukturwandel ist, ist kein Geheimnis. Sie arbeiten da ja vor Ort mit den Menschen, mit vielen AkteurInnen zusammen. Ich würde gerne von Ihnen wissen, was ist denn guter oder erfolgreicher Strukturwandel? Was sind die entscheidenden Faktoren? Und gleich rein in die große Frage, Strukturwandel. Also erstmal, Strukturwandel löst bei uns in der Region und sicher an vielen anderen Stellen auch erstmal Ängste aus und nicht besonders positiv behaftete Bilder, wie denn die Zukunft in einem Strukturwandel aussehen könnte. Deshalb haben wir, als wir begonnen haben, über die Möglichkeiten der zivilgesellschaftlichen Beteiligung, damals sehr stark fokussiert auf den Kohleausstieg, als wir darüber nachgedacht haben, haben wir gesagt, wir wollen nicht Strukturwandel sagen, sondern wir wollen das gute Leben in der Lausitz hervorkitzeln. Also das heißt, wenn wir über Zukunft sprechen, dann sprechen wir lieber darüber, was für einen Diskurs brauchen wir denn, um uns einig zu werden, welche Bilder des guten Lebens können wir denn für uns uns vorstellen als Lausitzerinnen und Lausitzer und worauf arbeiten wir dann zu? Und dass Strukturen sich dafür dann wandeln müssen, ist für mich ein besseres Bild, als wenn der Strukturwandel durch den Kohleausstieg ausgelöst wird und wir jetzt uns negativ mit dem Kohleausstieg, wann der stattfindet und was der nicht alles für Arbeitsplätze kosten wird. Und diesen ganzen Diskurs, in dem waren wir sehr lange verhaftet und das hat uns viel Kraft gekostet und viel Zeit. Wir haben heute Morgen schon gehört, wie viel Zeit wir verloren haben. Und deshalb ist für mich Strukturwandel als Wort vielleicht notwendig, als technischer Begriff, aber ich finde, wenn wir über einen gesellschaftlichen Diskurs nachdenken, dann sollten wir lieber über Zukunftsbilder des guten Lebens sprechen. Und das beschäftigt uns wesentlich mehr als der Strukturwandel. Also viel mehr über das Zielbild sprechen, wo wollen wir hin oder was haben wir auch an positiven Chancen, wenn wir eben bestimmte Strukturen wandeln oder bestimmte Dinge verändern. Genau. Herr Leonhardt, Sie arbeiten auch vor Ort mit vielen AkteurInnen und Unternehmen zusammen. Ist denn Wilhelmshaven ein Beispiel für erfolgreichen Strukturwandel? Und wenn ja, warum? In wenigen Sätzen. Ja, erstmal müssen wir das beweisen. Und ich würde gerne kurz meine Mundart nochmal einordnen. Ich bin seit 2 Jahren in Wilhelmshaven, komme eben aus Gera, aus Thüringen. Und wir müssen als strukturschwache Stadt, die vor einem Strukturwandel steht, 2 Kohlekraftwerke aktuell, 30% der fossilen Energie, Öl, aktuell auch Gas, LNG, so werden sie Wilhelmshaven wahrgenommen haben, werden über Wilhelmshaven umgeschlagen. Und wir direkt hinterm Deich haben eine besondere Verantwortung rund um das Thema Klimawandel. Uns ist es nicht egal, was passiert, wenn das Wasser zuerst oder weiter steigt, weil wir als erstes, Entschuldigung, absaufen. Und aus dieser Verantwortung heraus, verbunden mit allen infrastrukturellen Rahmenbedingungen, weil die Energie offshore und onshore ist bei uns, die grüne Energie ist bei uns, ergeben sich riesige Chancenpotenziale. Und die Überschrift Ihrer Veranstaltung, Game Changer der Energiewende, das könnte ich über fast jede Präsentation rund um Wilhelmshaven stellen. Das ist eine Riesenchance für uns und danke, dass ich gekommen bin oder dass ich kommen durfte und heute auch ein paar Impulse Ihnen geben kann, wie wir das angehen wollen. Das ist für uns Transformation. Können Sie denn vielleicht an 1, 2 konkreten Beispielen aufzeigen, wie Sie die Energiewende positiv in Wilhelmshaven jetzt schon nutzen? Also wenn Sie Google Earth bemühen, dann sehen Sie, und ranzoomen, sehen Sie viel Flächenpotenzial, also rund 1000 Hektar Industrie- und Gewerbeflächen. Und wenn Sie dann noch weiter rauszoomen, sehen Sie eine Region, die eben auch Flächenpotenzial aufweist. Und wir haben aktuell den sogenannten Energy Hub Port of Wilhelmshaven, 40 Unternehmen, das Who is Who der Energiebranche, die sich mit dem Standort auseinandersetzen und eben Transformation
machen wollen. Und in genau diesem Windschatten haben wir eben die Chance, über neue Industrien durch Synergieeffekte, Kreislaufwirtschaft uns eben auch so aufzustellen, dass wir der erste Ansprechpartner sind für Solarmodulhersteller, für Batterierecycler, für Pharmaindustrie, dass wir eben hier Antworten finden können, weil eben Abwärme ein Abfallprodukt von Energieproduktion ist. Und genau da stellen wir uns auf. Wir wollen keine, ein drittes Mal Schmutzfinken hinterm Deich, sondern wir wollen grün denken, aus der Verantwortung heraus, wollen da auch ein Leuchtturm sein und wollen eben diese Kreislaufwirtschaft als Wirtschaftsstandort in den Mittelpunkt stellen. Vielen Dank. Frau Knopf, wir haben jetzt zwei Beispiele, Region Wilhelmshaven, Lausitz. Ich hatte ja eben schon gesagt, Strukturwandel wird überall stattfinden, in gewisser Weise. Welche Art von Strukturwandel wollen wir denn eigentlich sehen oder sollten wir fördern, auch politisch? Und geht es da mehr um das Bewahren oder geht es mehr um die Chance für etwas Neues? Jetzt ist an. Vielen Dank. Ich würde das gerne nochmal aufgreifen, was Frau Schmidt gesagt hat. Also ich glaube, wir müssen ein Zielbild entwickeln und ein positives Zielbild. Wo wollen wir hin? Und sozusagen dann vom Ende her zu denken, was brauchen wir denn heute, um diese nächsten Schritte zu gehen? Und das ist natürlich immer das Problem, dass auf dem Weg, das muss man ja auch sagen, also in der Hoffnung sozusagen 80% der Menschen, der Unternehmen können da mitgehen. Und natürlich wird es auch irgendwo Verlierer geben. Und ich glaube, dieses auch, wie soll ich sagen, offen auszusprechen, das auszuhandeln, was gibt es für Konflikte und Zielkonflikte, was bedeutet das, wen hebt man trotzdem sozusagen über die Schwelle, das ist ganz wichtig. Aber ich glaube, dieses positive Zielbild zu entwickeln, deswegen finde ich es auch schön, wie haben Sie gesagt, mit dem schönen Leben, mit dem guten Leben oder vor 3 Jahren gab es ja mal so eine Demo her mit dem schönen Leben. Ne? Also das ist sozusagen ein Zielbild entwickeln. Und was hat das mit Strukturwandel zu tun? Es geht ja darum, wie sieht unsere künftige Infrastruktur aus? Wie wollen wir mobil sein? Ja, und dann kann man ja sehr positive Zielbilder zu entwickeln. Und insofern würde ich sagen, das ist zunächst mal der Grundpfeiler, der den Rahmen setzen sollte. Das ist ein schöner Slogan, finde ich, den wir vielleicht als Fazit dieser Diskussion nehmen können. Her mit dem schönen Leben. Ich finde das aber auch ein guter Übergang zu Verena Bentele. Wir haben jetzt viel über gutes Leben, schönes Leben gesprochen. Wohlstand und Lebensqualität erneuern ist der Titel dieses Panels. Was bedeutet das denn für Sie überhaupt, ein gutes Leben, Wohlstand, Lebensqualität? Und was muss vielleicht passieren, damit im Strukturwandel ein gutes Leben ermöglicht werden kann? Also erstmal danke für die Einladung. Jetzt wird es leicht kompliziert, weil ich sitze hier für 2,2 Millionen Mitglieder. Ich sitze nicht als Verena Bentele hier. Und deswegen ist es ein bisschen auch eine komplizierte Frage, aber ich versuche es einfach zu beantworten. Für mich ist das Zentrale und Spannende im Moment, wie bringen wir die Diskussion wirklich in die Fläche zu den Menschen und versuchen die Menschen in die Debatte einzubinden und auch gemeinsam die Perspektive, wie ihr es jetzt hier auf dem Podium aufgebracht habt, des guten oder schönen Lebens zu entwickeln, beziehungsweise den Menschen einfach auch eine Möglichkeit zu geben, daran mitzugestalten. Das finde ich das Spannende. Und was natürlich im Moment tatsächlich spannend ist, ist die Frage, was bedeutet das eben auch für jeden Einzelnen? Im Moment ist die Diskussion für mich oft noch sehr abstrakt, wo schnell die Schotten zugehen, weil die einen sagen, ich lasse mir doch nichts verbieten, was ich machen darf und was ich nicht machen darf. Die anderen sagen Klimaschutz oder mehr Nachhaltigkeit, alles wunderbar, aber bitte nicht auf Kosten meines Wohlstands und meiner eigenen Lebenssituation. Und solange wir eben in diesen Denkmustern sind und viele Menschen auch nicht wirklich bereit sind, das mal für sich zu hinterfragen oder wir auch in der Lage sind, es ihnen gut zu erklären, wird das, glaube ich, ganz schön schwierig alles. Weil ich habe das Gefühl bei meinen Mitgliedern, dass eben viele nicht wirklich so den Anschluss an die Debatte haben, dass bei vielen auch gesetzgeberischen Vorhaben oder auch politischen Vorschlägen ganz schnell die Frage kommt, aber wie soll ich mir das leisten? Was kann ich überhaupt beitragen? Das gilt doch nicht für mich, das gilt für andere. Und deswegen finde ich das ganz Spannende im Moment ist wirklich, die Menschen so mitzunehmen und ihnen so zu erklären, dass sie versuchen, Teil des Ganzen zu sein und Teil der Bewegung zu sein oder eben auch Teil der Mitgestaltung zu sein und eigene Ideen einzubringen und nicht immer nur einen Abwehrkampf zu führen. Solange wir das machen, geht die ganze Energie eher in den Abwehrkampf als in die Entwicklung neuer und innovativer Ideen und Konzepte.
Ja, vielen Dank. Und vielleicht daran anschließend, wenn wir über erfolgreichen Strukturwandel sprechen, wir wollen das ja auch auf irgendeine Weise. In der Technik ist Mikro schon abgedreht. Ihr seid gut organisiert hier. Darf ich noch ein konkretes Beispiel, weil Sie alle anderen über konkrete Beispiele oder zu konkreten Beispielen gefragt haben. In meinem Verband, dem VDK, wir sind der größte Sozialverband in Deutschland. Wir machen viel Sozialrechtsberatung, wir machen sozialpolitische Arbeit und was für mich immer ein super Beispiel ist für Strukturwandel, ist das Thema Essen. Das mag ich am allerliebsten. Im VDK funktionieren alle Veranstaltungen mit Wurstsemmeln. Also bei uns muss man den Leuten auf jeden Fall was zu trinken und was zu essen auch mitorganisieren für politische Veranstaltungen oder gesellschaftliche Veranstaltungen. Und ich war neulich wieder auf einer Veranstaltung in Bayern, wo ich wohne und auch Landesvorsitzende bin. Und da gab es dann wirklich ernsthaft nur Wurst und Fleisch und Kartoffelsalat. Ich hätte eine Breze und Kartoffelsalat essen können. Ich habe dann verzichtet, aber weil ich esse kein, also ich bin Vegetarier, aber das ist wurscht. Also im wahrsten Sinne des Wortes, wurscht. Und Strukturwandel, finde ich, wird genau an solchen Dingen in der Fläche und im Alltag eben ganz, ganz deutlich. Wie setzen wir uns damit auseinander, ob den Menschen auch mal zuzumuten ist, dass man zumindest verschiedene Sachen anbietet, was hier in Berlin-Mitte völlig normal ist, hier in der Heinrich-Böll-Stiftung noch normaler, da würde man sich gar nicht trauen, ein nicht veganes Buffet wahrscheinlich anzubieten. Aber in Oberbayern, in Berchtesgaden oder Bad Reichenhall, wo ich letzte Woche war, da gibt es halt Wurst und Kartoffelsalat. Also ich glaube, dieses Spannungsfeld aufzulösen, das ist die Challenge, vor der wir stehen, das zum konkreten Beispiel. Ein sehr konkretes und auch mit Augenzwinkern, würde ich sagen. Vielen Dank. Frau Knopf, wir haben jetzt über Spannungsfelder, über schwere Kompromisse, schwere Entscheidungen gesprochen. Wie können wir denn diese Aushandlungsprozesse trotzdem beschleunigen? Wie kommen wir mehr in so einen Spirit des Abhakens und Weitermachens, wo trotzdem aber viele verschiedene Interessen mitgenommen werden können? Also ich glaube, das sind zwei Dimensionen relevant. Also das eine ist, was Frau Bentele ja auch nochmal aufgemacht hat, sozusagen Klimaschutz und letztlich gutes Leben oder soziale Frage irgendwie noch enger zu verzahnen. Und ich glaube, wir haben für den Klimabereich haben wir sehr klare Ziele entwickelt. Wir wollen Treibhausgasneutralität, wir wollen irgendwie Richtung 1,5 Grad oder auf jeden Fall weit unter 2 Grad bleiben. Und wir haben das nicht so auf der Seite, ich sage jetzt mal, des guten und schönen Lebens. Ja? Also da kann man vielleicht sagen, keine Armut oder so, aber ansonsten diese Perspektive, jeder soll Zugang zur Mobilität haben oder jeder soll innerhalb von einer Stunde, weiß ich nicht, wo sein können, so, ja, und Schule möglichst erreichbar und sowas. Also, dass man da auch diese Positivvision entwickelt, ja, also das ist so eine Komponente. Die zwei Dimensionen, die ich meine beim Strukturwandel, also ich glaube, das eine ist die, wie soll ich sagen, die gesellschaftliche, das hat was mit Beteiligung zu tun, werden die Leute gehört, die es wirklich betrifft, ja, und natürlich kann man es denen nicht allen recht machen, wie gesagt, aber dass es Beteiligungsprozesse gibt, wo Leute sich einbringen können und wo sie nicht das Gefühl haben, das ist ein Alibi. Und das andere ist eine knallharte finanzielle Dimension, weil wir natürlich, Strukturwandel kostet in Teilen Geld, ja, man muss was Neues aufbauen, man muss vielleicht auch bestimmte Umschulungen machen oder Ähnliches, dafür muss Geld sein. Und immer wenn es ums Geld geht, fangen natürlich auch die großen Konflikte an, aber ich glaube, diese beiden Dimensionen, wie soll ich sagen, gleichberechtigt zu betrachten, das ist total wichtig beim Strukturwandel und das weiß man auch aus der Just Transition Forschung, also international sozusagen, wo ja auch viel aus Kohleregionen, also Kohleregionen, wo der Ausstieg ist, da sind sozusagen Beteiligung, dann diese finanziellen Aspekte und der dritte Aspekt ist, dass Konflikte zumindest offengelegt werden, ja, dass die nicht unter den Teppich gekehrt werden, sondern sichtbar sind. Also das sind so die zwei bzw. drei Dimensionen, glaube ich, wie man erfolgreichen Strukturwandel moderieren, managen kann. Vielen Dank. Frau Schmidt, Sie nicken. Das heißt, Sie stimmen dem zu, aber gibt es denn vielleicht noch was ganz konkret vor Ort umgesetzt, beachtet werden muss aus Ihrer eigenen Erfahrung? Na, meine eigene Erfahrung ist eben, also wir haben ja als Gruppe von zivilgesellschaftlichen Organisationen uns selbst organisiert in der Bürgerregion Lausitz.
Die Idee war, als wir uns 2018 getroffen haben, Strukturwandel ist immer und überall, aber jetzt wird es doch ernst mit dem Kohleausstieg und es war absehbar, dass die Dimension, die der Kohleausstieg jetzt endlich annimmt, nämlich eine Umsetzung und nicht die Diskussion darüber, wie lange diese Brücke noch sein soll, eben auch uns als Zivilgesellschaft betrifft, ganz klar. Denn es ist ja ein gesellschaftlicher Wandel, der hier im Gange ist. Ich sage immer zu den Leuten, das ist kein technologischer Wandel, sondern wir haben uns als Gesellschaft darauf geeinigt, dass wir CO2 reduzieren wollen. Und das zieht in allen Lebensbereichen Konsequenzen nach sich. Und wenn wir uns nicht als Gesellschaft daran beteiligen, wird's nichts, weil die Wirtschaft wird's nicht für uns richten und die Politik auch nicht. Aber diese Dimension Partizipation und gesellschaftliche Teilhabe und Beteiligung wird vollkommen unterrepräsentiert in dem Diskurs und wir sehen die Auswirkungen, die das hat. Naja, anyway. Auf jeden Fall 2018 haben wir uns zusammengeschlossen zur Bürgerregion Lausitz und haben lange gekämpft als Teil einer Förderstruktur eben auch Beteiligung gefördert zu bekommen. Also wir denken zurück, unter Altmaier, Wirtschaftsministerium, alle Förderungen gingen nur ausschließlich in die Kommune erstmal, ja, mag so sein. Wirtschaft in einem gewissen Teil, viel Infrastruktur und so gut wie überhaupt gar keine Partizipationsprozesse. Und wir haben uns sehr lange dafür eingesetzt, zumindest einen Teil einer Infrastrukturinvestition in die Beteiligung der Lausitzer Zivilgesellschaft zu erreichen. Na, also ich kann das ja auch nicht aus Luft und Liebe finanzieren und das finde ich einfach, muss man auch mal klar sagen. Und wir haben doch ein gesellschaftliches Interesse, dass diese Diskurse unten stattfinden in den Kommunen. Und ich glaube, wir haben als organisierte Zivilgesellschaft eine besondere Verantwortung dafür und genießen gleichzeitig auch das Vertrauen der Menschen, das die Politik schon lange verspielt hat. Und aus dieser Verantwortung heraus haben wir die Bürgerregion gegründet in Sachsen und in Brandenburg und versuchen jetzt eben über unsere lokalen Strukturen und Ansprechpartner in den Kommunen Möglichkeiten anzubieten, sich eben an diesem Diskurs zu beteiligen und konkret zu sagen, was können wir denn hier vor Ort machen, wenn es um unsere Region geht und den Wandel, den wir gerade erfahren. Und das wird mir viel zu wenig angesprochen, dass das finanziert werden muss und insbesondere, dass wir eine wichtige Rolle darin einnehmen, um über so eine gewisse Befriedung, aber eben auch die Energie und die Ideen von unten her zu fördern. Und ich sehe da viel zu wenig und ich hoffe, wir machen es ein kleines bisschen besser, aber wir würden uns wesentlich mehr Unterstützung wünschen. Also es braucht nicht nur finanzielle Unterstützung für Unternehmen, auch für die Menschen, die sich engagieren. Ein Appell. Ja, beziehungsweise hat es ja dann auch eine ganz andere Schlagkraft, wenn da noch finanzielle Mittel dahinter sind. Herr Leonhardt, wie ist es denn in Wilhelmshaven? Wie werden dort BürgerInnen in den Umbauprozessen eingebunden und wie wollen Sie, mit welchen Strategien wollen Sie als Stadt auch dafür sorgen, dass im Zuge des Strukturwandels gutes Leben ermöglicht wird, erhalten wird in Wilhelmshaven? Ich kann das zunächst unterstreichen, habe aber würde gerne noch eine persönliche Note reinbringen. Ich persönlich sehe bei Bürgerbeteiligungsprozessen immer wieder dieselben Personen. Und wir haben das Problem, dass wir auch die Familien beispielsweise erreichen müssen, die eben 24/7 viel zu tun haben, sich diesen Beteiligungsprozessen nicht so widmen. Und da setzen wir an, also ich tendiere zu der Idee des Bürgerrates, dass man also eben über Kriterien Menschen auswählt, anspricht, Losverfahren, sie auswählt und eben auch ergänzende digitale Angebote zum Beispiel schafft, was Geld voraussetzt, dass man eben im Zweifel auch auf der Couch Fragen beantworten kann zur Bürgerbeteiligung und zu seiner Perspektive auf die Veränderungsprozesse. Und genau das steht in Wilhelmshaven an. Also wir haben von dem Land Niedersachsen ein Förderprogramm zugesagt bekommen, dass wir eben einen einjährigen Strategieprozess partizipativ gestalten können, wo wir eben genau diese Ansätze des Bürgerrates, des Losverfahrens und des ergänzenden digitalen Angebotes gehen werden.
Dann ist das ja vielleicht noch ein gutes Thema für die Kaffeepause, wo ein paar Erfahrungen aus der Lausitz noch mit eingespeist werden können. Frau Bentele, wir sprechen jetzt viel über Beteiligung, Strukturwandel von unten. Was braucht es denn, also wer muss befähigt werden oder wie müssen Menschen und Akteurinnen befähigt werden, damit sie teilhaben können, damit sie den Strukturwandel mitgestalten können? Also ich glaube, es gibt ganz viele Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen. Das eine ist erstmal, wie werden die Informationen den Menschen zur Verfügung gestellt? Und da sehen wir eben doch, dass eben auch Informationen, ich sag mal in sogenannter leichter Sprache, würde man es nennen, wenn es ein Zertifikat hat, aber sagen wir mal einfach etwas einfacher erklärt, für viele Menschen nötig wäre, das ist ganz wichtig. Das Zweite, was ich aber ganz spannend und wichtig finde, wie holt es die Menschen eben auch da ab, wo sie eben gerade sind? Und auch da wieder ein Beispiel aus der Realität des VDK. Ich finde es immer spannend, wenn es zum Beispiel darum geht, wie können wir ökologisch die Verkehrswende gestalten, sozial und nachhaltig und auch die Arbeitswelt mitnehmen und so weiter. Und für meine Mitglieder ist halt dann natürlich immer die Riesenfrage, was bedeutet es denn, wenn wir jetzt alle ökologisch an der Mobilität teilnehmen sollen, aber ich wohne irgendwo im ländlichen Raum, habe vielleicht eine Gehbehinderung und habe überhaupt keinen barrierefreien Zugang zu einem öffentlichen Personennahverkehrsmittel oder habe überhaupt keinen Zugang, egal ob barrierefrei oder nicht. Und das ist halt oft natürlich die Herausforderung, die in der Debatte auch ist, dass wir mit sehr unterschiedlichen Lebensrealitäten zu tun haben, gerade was Stadt und Land angeht, was die Menschen eben selber schon an Beschäftigung mit einem Thema haben. Und deswegen ist für mich einer der wirklich zentralen Schlüssel, die Themen eben vor Ort mit den Menschen zu diskutieren und eben zu versuchen, wirklich auch ihnen das so zu erklären, dass sie es eben auch nachvollziehen können und nicht das Gefühl haben, dass jemand wieder über sie spricht. Und das ist natürlich echt die riesige Problematik, glaube ich, wo wir alle, vermutlich sogar inklusive hier auf dem Podium, uns ja immer wieder auch hinterfragen müssen, von was gehen wir eigentlich aus, was für viele Menschen selbstverständlich ist. Und ich glaube, dass es diese Selbstverständlichkeiten eben nicht gibt, weil für viele Menschen, gerade wenn es ums Heizen geht, ist auch ein gutes Beispiel. Da haben wir in den letzten Monaten natürlich von ganz vielen Mitgliedern Briefe und E-Mails und Anrufe bekommen, die gesagt haben, wie soll ich das machen? Ich bin älter, ich kriege keinen Kredit, jetzt soll eine neue Heizung kommen. Also okay, wir haben dann immer erstmal erklärt, die Heizung kommt nicht jetzt, nicht am 1. Januar 2024, die neue Heizung. Also es war ganz viel Erklärungsbedarf nötig. Aber natürlich ist auch ganz viel auch von politischer Seite sicherlich verpasst worden, von Anfang an zu sagen, dass es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten der Förderung geben muss, egal oder abhängig davon, wie viel finanzielle Möglichkeiten und Mittel hat jemand. Und was ist das immer wieder bei dem Zielbild? Ist unser Zielbild eben, dass jeder möglichst schnell seine alte Heizung raushaut? Oder ist es Zielbild, dass jeder einen Beitrag leisten kann, aber natürlich die Menschen auch in ihrem Haus oder in ihrer Wohnung bleiben können und dort eben nicht vertrieben werden, wenn sie vielleicht gerade Pflegebedürftige im Haushalt versorgen und sich die neue Heizung nicht leisten können? Also das ist der Punkt, wo ich immer der Meinung bin, da ist eben viel mehr an Kommunikationsarbeit da oder eben auch an gemeinsamem Ziel, dass man vielleicht zu einem Thema auch in der Gesetzgebung oder in der gesellschaftlichen Debatte voranstellen sollte. Also Thema Kommunikation. Sie haben auch die Politik in die Pflicht genommen, sei es jetzt auf kommunaler, Landes- oder Bundesebene. Frau Knopf, ich würde gerne mit Ihnen anknüpfen und nochmal auf die bundespolitische Ebene einen Blick werfen. Was muss denn Ihrer Meinung nach da zentral, was sind die zwei, drei zentralen Fragen, die auf bundespolitischer Ebene angegangen werden müssen, um den Strukturwandel positiv gestalten zu können, dann vor Ort? Da denke ich kurz drüber nach, aber ich würde gerne nochmal bei den Beteiligungen anknüpfen, weil auch wir haben ein Praxisbeispiel sozusagen aus der Beteiligung. Sie hatten vorhin das Projekt erwähnt, Ariadne-Projekt. Meine Kollegin Katja Treichel ist auch da, die da die Bürgerdialoge in diesem Projekt geleitet hat. Und was haben wir da gemacht? Das sind viele wissenschaftliche Institute. Und wir haben dann einen sogenannten Bürgerdialog gemacht, wo wir 100 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, sozusagen die mit denen 3 Jahre immer wieder Treffen gemacht haben, für den Stromsektor und Verkehrssektor verschiedene Pfade entwickelt. Und das war insofern interessant. Zum einen ist es ein, also sozusagen
Es ist ein Lernprozess auf beiden Seiten. Ja? Also auch die Wissenschaft musste sich unglaublich umstellen, Sachen unglaublich runterbrechen, kriegt aber auch die Lebenswirklichkeit der Leute. Schon allein die Frage, ja, gibt es denn ein Fahrrad in dem Modell? Und dann sagen die Verkehrsleute, nee, Fahrräder haben wir nicht. Und dann denkt man, naja, Moment mal, das geht hier an der Lebensrealität vorbei. Und deswegen ist es so ein interessanter gegenseitiger Lernprozess gewesen, ja, wo auch in der Forschung natürlich irgendwie bestimmte Strukturen sind, die man dann durch das Denken aus der Praxis wieder aufgreift. Also insofern war das ein sehr positiver Effekt und Lerneffekt, auch wenn das natürlich für die Wissenschaft auch mit Mühen verbunden war. Ja, das möchte ich gar nicht verhehlen. Aber insofern, das kostet Geld, das ist sehr aufwendig, aber es ist absolut notwendig, das zu machen, glaube ich. Und von daher werden wir da weiter beibleiben. Das dazu, die zwei, drei wichtigsten Sachen zum Strukturwandel. Also ich glaube, wie soll ich sagen, wenn es so einfach wäre, da zwei, drei Sachen zu nennen, dann wäre es insgesamt nicht so schwierig. Ich will vielleicht einen Aspekt nennen. Also ich bin ja auch im Expertenrat für Klimafragen, wo wir jetzt das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung beurteilen sollten und wo halt klar ist, mit den Maßnahmen, die die Regierung vorgelegt hat, ist ein großer Schritt passiert, aber es reicht eben noch nicht, die Ziele für 2030 einzuhalten. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was macht man jetzt? Und wir haben da auch gesagt, uns ist total klar, dass es wahnsinnig schwierig wird, diese Lücke noch zu schließen. Ja? Also das ist kein Spaziergang und es ist nicht so, dass man sagen kann, schnipp, schnapp, diese drei Maßnahmen bis vielleicht auf Tempolimit, was man morgen einsetzen könnte, umsetzen könnte. Aber alle anderen Maßnahmen sind ja schon dann schwierig mit Konflikten, mit Finanzierung und so weiter verbunden. Und wo wir gesagt haben, ja, wir müssen eigentlich zu einem gesellschaftlichen Prozess kommen. Ja? Wir müssen zum gesellschaftlichen Prozess kommen. Irgendwie, also haben wir auch gesagt, letztlich braucht man sowas wie einen überparteilichen Konsens, ja, weil wer weiß, wie die nächste Regierung aussieht. Und wie soll ich sagen, da gibt es schon ein paar Knirschpunkte. Also insofern würde ich sagen, die Maßnahme, die meines Erachtens am relevantesten wäre, einen gesellschaftlichen Prozess zu starten und gemeinsam positiv darüber nachzudenken, was bedeutet Wohlstand in der Zukunft? Ja, wie sieht Wohlstand in der Zukunft aus? Wie wünschen wir uns das Leben? Und diese Debatte zu führen über ein Ziel und wie gesagt Klimaneutralität, das ist so abstrakt, das ist so technisch, das ist kein Wohlfühlziel, ja, sondern man braucht ein Ziel, wo wollen wir hin, um dann rückwärts zu denken. Und ich glaube, die Energiewende, womit ich jetzt mal den Ausbau der Erneuerbaren meine, die hat lange, lange Zeit einen unglaublichen Rückhalt gehabt und hat sie immer noch. Aber wir müssen mehr machen als nur die Stromwende, nur die Energiewende sozusagen. Wir brauchen mehr und dafür brauchen wir irgendwie einen neuen Prozess. Also ich würde sagen, ohne jetzt genau ausbuchstabieren zu können, wie das aussehen kann, und es ist ja auch das hat ja was zu tun, dass Bürgerinnen und Bürger was machen, das hat aber auch was zu tun, dass sozusagen die große Politik was macht und dann über alle Ebenen dekliniert. Also meines Erachtens ist das im Moment das Wichtigste, was wir eigentlich brauchen würden. Also neben dem allgemeinen Konsens für die Energiewende, wo die Zustimmung in Deutschland ja historisch und auch allgemein sehr hoch ist, auch einen Konsens oder Verständnis über die Maßnahmen im Konkreten und die Umsetzung im Konkreten? Na eher über das Zielbild. Also wo will man hin? Wie sieht unser Wohlstandsmodell aus? Ja, ganz, wie soll ich sagen, kleiner Konflikt, der aber letztlich groß ist. Wir haben übers Wochenende, ging jetzt nochmal durch die Medien, die Industrie im Preis, der Industriestrompreis, ja, der soll aus dem Klima- und Transformationsfonds gezahlt werden. Wenn man den daraus zahlt, ist kein Geld für Klimageld mehr da. Dann kann man direkt sehen, das ist ein Konflikt zwischen, bewahren wir unsere Industrie, wir sind immer eine Industrienation gewesen, oder gucken wir sozusagen mehr in die Breite auf Bürgerinnen und Bürger, ohne jetzt zu sagen, dass das Klimageld das Allheilmittel ist und so weiter, völlig klar, aber sozusagen diese Konflikte treten auf und deswegen die Frage, was ist unser zukünftiges Wohlstandsmodell? Das ist wahrscheinlich die Kernfrage, auf die es dann hinausläuft und die natürlich auch sehr schwer zu klären ist, aber die es zu klären gilt, jetzt mit Hinblick auf das Gestalten der Prozesse von allen Akteurinnen.
Ich würde gleich gerne ins Publikum fragen, wollte aber noch eine ganz kurze Frage an Herrn Leonhardt richten. Sie haben ja sozusagen zwei Hüte auf in Ihrer Rolle in Wilhelmshaven. Sie haben Erfahrung in Gera. Beide Regionen haben ja in der Vergangenheit Strukturbrüche durchgemacht. Können wir was aus diesen Prozessen lernen für den Umbau, der jetzt ansteht? Auch das kann ich ganz kurz ergänzend auf den Punkt bringen. Das hat was mit Akzeptanz zu tun und mit Beteiligung. Ich glaube, das braucht es. Also man braucht ein Zielbild. Die Stadt Gera und auch das räumliche eine, auch Wilhelmshaven. Man diskutiert gerne über das Zielbild und das ist möglichst breit. Aber wenn man das möglichst breit macht, verliert man den Fokus aus den Augen. Und man redet dann über die eierlegende Wollmilchsau und so weiter und so fort. Du brauchst Fokusthemen, Kernthemen, Stärken, Schwächenanalysen und eben auch die Frage, wollen wir das? Transformation in Wilhelmshaven bedeutet, auch wenn ich von Industrieansiedlungen spreche, von Kreislaufwirtschaft, Industrieansiedlungen, dann bedeutet es auch Veränderungen im Landschaftsbild. Also um das mal auf den Punkt zu machen, das macht was mit den Menschen, das hat auch was mit Akzeptanz zu tun. Und dieses Zielbild muss man definieren, miteinander besprechen und dann eben umsetzen. Punkt. Und das daraus ist aus meiner Perspektive sind bisherige Prozesse gescheitert bzw. nicht ideal gelaufen. Und das hoffen wir in dem Prozess Wilhelmshaven eben mit einer breiten Bürgerbeteiligung, mit einem klaren Zielbild, wo man auch erklärt, was bedeutet dieser Veränderungsprozess für dich. Und man wiederum auch hört, aus der Lebenswirklichkeit der Familien, der Migranten, der Senioren, der Jugendlichen, wie deren Perspektive auf die Stadt ist. Und das zusammenzulegen, wenn man das schafft, dann hat man eine Akzeptanz, ein Zielbild und kann dann schlicht in die Umsetzung kommen. Vielen Dank. Ich habe schon einige Handzeichen gesehen und würde deswegen mal angesichts der Zeit auch ein paar Publikumsfragen einbinden. Und zwar würde ich gerne mit dem Herrn mit Maske beginnen. Und ja, super. Ja, Michael Bernd vom Nachhaltigkeitsportal Mitarago. Ich habe die Maske natürlich abgesetzt. Eine Bemerkung am Anfang der Diskussion hat mich etwas aufgeschreckt, Frau Knopf. Sie haben gesagt, natürlich wird es Verlierer geben. Nein, es darf keine Verlierer geben. Es geht um Veränderung und zwar so, dass jeder gut mitgenommen wird. Und der zweite Begriff, der in dem ganzen Diskurs aus meiner Sicht völlig fehl am Platz ist, ist der Begriff Verzicht. Es geht um Veränderung und zwar so, dass wir schädliche Dinge für unser Leben nicht mehr tun. Das heißt, ich bitte darum, diese beiden Begriffe in dem Diskurs nicht mehr zu verwenden und das, was ja auch angeklungen ist, wirklich die positiven Aspekte immer voranzustellen. Es geht um Veränderung und zwar so, dass wir alle ein gutes Leben haben und behalten können. Wollen Sie direkt reagieren oder soll ich noch eine Frage stellen? Gerne, weil ich glaube, Verzicht habe ich nicht gesagt, weil das überhaupt nicht in meinem, wie soll ich sagen, Transformationsvokabular ist. Also von daher, und mit den Verlierern, also vielleicht meinen wir das Gleiche, aber ich würde schon sagen, dass bestimmte Branchen, da werden Leute ihre Arbeitsplätze verlieren. Das ist so, weil bestimmte Branchen in einer Welt Richtung Klimaneutralität schlicht kein Businessmodell mehr haben. Dann ist die Frage, und vielleicht meinen Sie das, dass diese Leute, dass man gucken muss, wie kann man die umschulen, wie können die entschädigt werden, da bin ich völlig bei Ihnen. Ich habe nur manchmal Angst davor, also wir reden jetzt viel über schöne Perspektiven, ja, also man darf es auch nicht zu schön färberisch machen. Also deswegen finde ich es schon ehrlicher zu sagen, da gibt es Verlierer und wir gucken, wie wir mit denen umgehen, was wir machen können, wie wir die unterstützen können oder umschulen können, was auch immer. Aber vielleicht meinen wir in der Hinsicht dann das Gleiche. Ja, ich glaube, wir haben mehrere Personen auf der Bühne, die da gut was zu sagen können. Gerne Frau Bentele und dann Frau Schmidt im Anschluss. Also was, glaube ich, natürlich ein bisschen Ihr Anliegen ist, wieder die Sprache, wie erklären wir das den Menschen?
Aber dass Veränderung natürlich auch bedeutet, dass nicht alle das Gleiche haben können, ist mir zumindest klar, weil, also ich würde es als Sozialpolitikerin aus der Perspektive formulieren, wir haben natürlich auch Menschen, die an dem jetzigen Leben, an dem Konsum, an vielen Dingen natürlich auch extremst gut verdient haben und die sich natürlich auch weiterhin meinen, sich schon von relativ viel auch freikaufen zu können, was so an Maßnahmen vielleicht stattfindet. Und eben weiterhin, auch wenn man viele Dinge eben verändert, teurer macht, wie auch immer, ist es für manche Menschen gleich ein Riesenproblem, für andere halt keins. Und ich glaube, was schon Teil der Veränderung ist, dass wir jetzt auch die Aufgabe haben zu gucken, wie läuft eigentlich ökologische Verantwortung und Nachhaltigkeit sozial gerecht ab. Also wie belasten wir nicht die Menschen, die ohnehin kaum die Möglichkeit haben, weil sie wenig Geld haben, gesund zu essen zum Beispiel, wie belasten wir die nicht noch höher, sondern gucken eben, dass wir, Frau Knopf hat jetzt die Arbeitsplätze genommen, könnten wir genauso nehmen, oder eben auch die Vermögensbelastung. Wie schaffen wir eben schon ein Stück weit einen sozialen Ausgleich, in dem eben auch Menschen, die mehr leisten können, dann sicherlich auch auf positiv gesprochen ihren Teil ihres Vermögens beisteuern für die Gemeinschaft, um die Nachhaltigkeit zu forcieren. Das wäre eine positive Ausdrucksweise, aber dass sie dann natürlich auch auf ein bisschen Geld verzichten müssen, ist irgendwie klar. Also den Mittelweg dazu zu finden, ohne das wird es, glaube ich, tatsächlich leider ein bisschen schwierig. Aber klar, man kann den Menschen natürlich sagen, es ist doch schön, wenn du was von deinem Vermögen abgibst. Das finde ich auch besser. Nur ob das die Leute freiwillig machen. Also ich bin schon für eine beispielsweise für eine höhere Konsumbesteuerung in einigen Teilen. Ich glaube, ohne das wird es tatsächlich schwierig. Und auch da wird es natürlich Menschen und Branchen und Wirtschaftsverbände und so weiter geben, die sagen, naja, finden wir eigentlich nicht so super. Zu uns soll weiterhin jeder anreisen können, auch mit dem Flugzeug und so lange an irgendeinem Riff tauchen, bis halt kein Riff mehr da ist. Also ja, die Diskussion haben wir doch. Und gibt es Menschen, die sagen, oh wunderbar, ich bin gerne Teil der Veränderung und gebe was von meinem Vermögen, wenn wir da hinkommen, tippitoppi. Und wenn Sie gute Lösungsansätze haben, noch tippitoppier. Vielen Dank, Frau Bentele. Das wollte ich auch noch mal kurz betonen. Ich meine, die Überschrift unseres Forums hier ist erfolgreicher Strukturwandel. Das war aber nicht unsere Intention damit, einfach nur zu sagen, alles ist ganz toll, wir müssen ABC machen und dann klappt das und das wird alles gut. Sondern natürlich wird es harte Entscheidungen, Kompromisse geben, auch Verlierer. Und das ist ja die Frage, über die wir heute sprechen. Wie gehen wir damit um? Und Frau Schmidt, ich gebe Ihnen das Wort. Ja, ich lebe in einer Region und bin dort aktiv, wo sehr viele Strukturbrüche in der Vergangenheit für sehr viel Verlust gesorgt hat. Und das anzuerkennen, ist für unsere Arbeit unbedingt notwendig. Weil wenn ich so tue, als ob das nicht existiert und jetzt geht's nur holla holla in die positive, gute Lebenszukunft, in der kein Verzicht notwendig ist, dann mache ich mich nicht ehrlich. Da habe ich auch keine Resonanz. Ja, also das heißt nicht, dass jetziger Strukturwandel oder die Strukturentwicklung nicht anders ablaufen kann wie in den 90er Jahren und den Nullerjahren. Ich hoffe es sehr. Und ich glaube, und so nehme ich das auch wahr, der Diskurs hat sich stark verändert. Aber doch muss ich mit Menschen sprechen, die viele Verluste erlitten haben. Und wenn ich das sage, das wird alles ganz bruchlos, freudig, erregt, gehen wir jetzt in die Zukunft, dann komme ich auch nicht ehrlich rüber. Und ich glaube, Teile des Diskurses, gerade aus der ökologischen Szene, das hat Robert Habeck heute Morgen auch angeführt, kommt bei vielen Menschen nämlich genauso an. Und das ist auch eins der Probleme, die wir haben, genau diese Möglichkeiten oder diese positiven Bilder zu vermitteln, die kommen von Menschen, denen das die Menschen vielleicht ganz einfach nicht abnehmen. Und das meine ich mit Bürgerbeteiligung. Die kommt nicht nur top-down von der Kommune oder von einem Bürgerrat oder sonst irgendwas, sondern die kommt von unten, nämlich dort, wo tatsächlich Menschen leben und auch sich beteiligen möchten. Aber dafür muss man eben auch die richtigen Ansprechpartner haben, denn zur Bürgerbeteiligung gehört eben auch, wer einlädt, bekommt auch die entsprechende Resonanz. Und da ist ganz wichtig, dass Leute einladen, die eben glaubwürdig sind in dem, was sie kommunizieren. Also quasi als Anschluss noch an Frau Bentele vorhin, die das Thema Kommunikation ganz stark gemacht hat, auch die Frage, von wem kommt diese Kommunikation und wie?
Ich habe eine Frage hier in der ersten Reihe und dieser Block wurde eben ignoriert in der Debatte, deswegen würde ich da dann auch noch eine Frage mit aufnehmen vom Herr im grünen Hemd, vielleicht können wir die beide sammeln. Ja, vielen Dank. Ich bin Michael Jakob, freier Forscher und Berater, assoziiert mit dem MCC. Strukturwandel findet ja nicht nur als Resultat von der Energiewende statt, sondern wir stehen vor ganz großen Veränderungen auf Arbeitsmärkten, Stichwort künstliche Intelligenz oder auch veränderte globale Arbeitsteilung. Und ich frage mich, wie kann man die Veränderungen im Energiebereich und im Nachhaltigkeitsbereich dort besser einbetten? Vielleicht etwas provokant formuliert, wenn wir eh Millionen von Menschen vielleicht in neue Arbeit bringen müssen, wenn wir neue Beschäftigungen für die finden müssen, kann man dann nicht relativ leicht dann 10.000, 20.000 Beschäftigte in der Kohleindustrie auch noch mitnehmen? Vielen Dank. Ich nehme die zweite Frage noch mit. Ja, mein Name ist Rainer Dömen. Ich spreche mal für einen Bürgermeister hier. Also der Herr Schneidewind hätte das in der ersten Runde machen können. Bin auch hier als Vertreter der Solartal-Initiative. Ich komme aus dem Flutkatastrophengebiet, aus dem Ahrtal. Und alles, was hier bisher gesagt wurde, finde ich total fantastisch. Also von Anfang an. Meine Frage ist, die habe ich noch nicht in die Runde geben können. Damit bin ich also auch teilweise unterwegs gewesen bei Mona Neubauer. Und zwar ist das eine Frage an Sie, wie Sie damit umgehen könnten. Klimaschutz als kommunale Pflichtaufgabe. Ich als Bürgermeister habe Klimaschutz als Kür. Das heißt, ich gucke in meinen Haushalt. Und wenn ich da kein Geld drin habe, mache ich keinen Klimaschutz. So einfach ist das. Nach Artikel 28 Grundgesetz habe ich diese Aufgabe nicht, Klimaschutz als kommunale Pflichtaufgabe. Und die ganzen Transformationsprozesse, neue Zielbilder, ein Strukturwandel, muss ich mit meiner Verwaltung, mit dem Volk vor Ort gestalten, aber man gibt mir die Instrumente nicht. Natürlich müssen wir dann auch die Finanzverfassung anpacken, weil wenn wir den Energiesystemwechsel machen, dann sind die Akteure der Energiewende, die sind vor Ort. Darüber sprechen wir heute auch die ganze Zeit, aber die Bürgermeister haben kein Geld. Ja? Und deshalb ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Prozess, den wir uns mal überlegen müssen. Traut man unseren Bürgermeistern bundesweit zu, dass sie den Klimawandel als den Klimaschutz, den man vielleicht etwas besser ausgestalten muss vom Wording her, aber so als Oberbegriff, dass wir das als Hausaufgabe bekommen, den in unsere Etats, in unsere Diskussionen mit den Stadträten, mit den Bürgern, die Bürger wählen die Stadträte, da gibt es dann vielleicht auch Bürgerräte, also alles, was Sie hier ansprechen, der Strukturwandel könnte damit echt katalysiert werden, aus meiner Sicht. Deshalb meine Frage, könnten Sie damit umgehen, dass Klimaschutz eine kommunale Pflichtaufgabe werden könnte? Vielen Dank. Ich sammle gleich noch weitere Fragen, bevor wir die vergessen, weil es zu viele werden. Würde ich erstmal gerne das Wort an Frau Bentele übergeben zum Thema Beschäftigung, weil das ist auch was, wo wir ja in unserem Vorgespräch schon drüber gesprochen haben. Was sagen Sie denn zu der Frage, es werden sich viele Arbeitsplätze wandeln, nicht nur aufgrund der Energiewende und wie kann man das besser verzahnen? Ich habe voll gehofft, dass ich die kriege. weil es ist tatsächlich ja spannend und ich glaube, es gibt viele Hebel, die wir eigentlich hätten, weil erstmal grundsätzlich gesehen, die Arbeit in der Gesellschaft und für die Gesellschaft geht uns ja nicht aus. Wir hören tagtäglich alle, wo es fehlt. Jetzt ist gerade die Debatte im Haushalt zum Beispiel, ist das Geld gekürzt worden oder soll gekürzt werden für den Freiwilligendienste. Wir wissen aber alle, dass gesellschaftliche, ökologische, soziale und so weiter Freiwilligendienste extrem wichtig sind und deswegen die Kürzung, können Sie sich vorstellen, von mir natürlich jetzt nicht so wirklich begrüßt wird. Und wir wissen alle, wir haben im Bereich der Pflege, im Bereich der Kinderbetreuung, Bildung, überall Lehrermangel, wie auch immer. Also wir haben viele gesellschaftliche Aufgaben, wo Menschen ganz dringend gebraucht werden und wo Menschen fehlen. Jetzt haben wir auf der anderen Seite aber eben Branchen, für die immer weniger Arbeitskräfte nötig sind und die aber mit KI und anderen Möglichkeiten immer mehr Geld verdienen. Und für mich gibt es deswegen eigentlich wirklich mehrere wichtige Dinge. Das eine ist natürlich die Frage, wie wird eben Arbeit und wie wird Gewinn, den man erzielt durch Arbeit oder durch KI besteuert? Weil irgendwann kommt ja immer die Frage, wer kann sich das eigentlich leisten, dann Menschen auch für gesellschaftlich relevante Tätigkeiten gut zu bezahlen, die vielleicht jetzt irgendwie keinen Job mehr haben, weil eben der Kohleausstieg stattfindet oder die Autoindustrie sich verändert und wie können wir Menschen in der Gesellschaft oder ja, für soziale Themen, für Nachhaltigkeitsthemen andere Jobs verschaffen und diese auch bezahlen. Dafür wird es
finanzielle Mittel brauchen. Das ist mal ein Punkt. Und der zweite, den ich ganz spannend finde, wie qualifizieren wir natürlich aber auch Menschen dafür? Und auch da, denke ich, haben wir ganz viel auch als von politischer Seite und als Gesellschaft zu tun, die Menschen eben auch für diese Aufgaben gut vorzubereiten und ihnen auch solche Arbeitsbedingungen zu verschaffen, mit denen sie dann eben auch ihr Leben gestalten können, wenn wir wieder beim guten Leben sind. Es will halt nun mal nicht jeder im Schichtdienst arbeiten und es will auch nicht jeder jede Tätigkeit machen, aber eben Menschen andere Arbeitsbedingungen anzubieten. Ich nehme nochmal die Pflege als Beispiel, dass man eben nicht mit 30 Leuten nachts allein ist, sondern vielleicht auch mit Kolleginnen und Kollegen dafür zuständig ist, dass es gut läuft. Dann würden sicherlich auch mehr jüngere Menschen sagen, klar, auch gesellschaftlich wichtige Arbeiten, wie die Unterstützung von Menschen mit Behinderung oder älteren Menschen oder Kindern und Jugendlichen ist für mich ein gutes und relevantes Thema. Und nicht nur Informatik studieren und jemand, der in programmiert, irgendwie gutes Geld zu verdienen. Ist es ein bisschen platt? Okay, das Beispiel gebe ich zu, aber es zeigt, glaube ich, ganz gut, wo es hingehen muss. Einerseits die Qualifizierung, aber andererseits werden wir nicht umhinkommen, in meinen Augen wirklich auch Unternehmensgewinne, Unternehmensengagement unterschiedlich zu besteuern und noch deutlich mehr, als es heute getan wird. Ohne den Schlüssel ist, glaube ich, schwierig. Also auch eben Unternehmen mit gesellschaftlicher Verantwortung für die Transformation, aber auch für die Menschen in der Transformation. Es ist vielleicht ein ganz guter Anknüpfungspunkt gleich für unsere Fachkräftedebatte nach dem Mittagessen. Deswegen würde ich das Thema Beschäftigung jetzt hier nur am Rande streifen und würde dann gerne nochmal die Frage zum Klimaschutz als kommunale Pflichtaufgabe aufwerfen. Ich habe Sie alle reagieren sehen. Ist das die Lösung oder braucht es noch an Vorgaben, an Befähigung, damit Städte und BürgermeisterInnen ihre Hausaufgaben machen können? Frau Knopf, Sie haben das Mikro in der Hand schon. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Wunderpunkt in dem ganzen Klimaschutzkonstrukt in Deutschland. Das sehe ich schon so. Wir haben das Klimaschutzgesetz auf der Bundesebene und es gibt dann immer keinen Link zur Länderebene, ne? Und Sie würden sagen, und dann nicht runter zur kommunalen Ebene. Und viele Sachen werden aber da entschieden. Und es gibt kein wirkliches Wechselspiel. Und das ist natürlich schon ein Problem. Ob das jetzt, also klingt erstmal gut, Klimaschutz als kommunale Pflichtaufgabe, würde ich erstmal sagen, ja. Aber ich glaube, wir müssen vor allen Dingen gucken, wie wir diese Ebenen noch mal besser verzahnen. Also Bundesebene, Landesebene, kommunale Ebene, damit da wenig Reibungsverluste entstehen, damit die Zuständigkeiten klar sind und natürlich, damit auch das Geld dann fließt. Ja. Und das, ja. Die Pflichtaufgabe allein reicht ja auch noch nicht. Es muss ja auch dann noch finanziell eben unterlegt werden. Das ist dann das Nächste. Herr Leonhardt. Ich war froh, dass ich die Frage nicht bekommen habe. Ich finde die Antwort genau richtig, würde es gerne ergänzen. Trotzdem, Kommunalfinanzen, das ist der Schlüssel in so vielen Themen und auch das Problem in so vielen Themen. Das heißt, wir brauchen, die Kommunen müssen in die Lage versetzt werden, das eben auch diese Maßnahmen umzusetzen. Und ich finde die KI-Frage, da will ich auch nochmal drauf eingehen. Ich wäre sehr dankbar oder bin dankbar für diese Frage, weil ich glaube, KI ist auch ein Baustein von Klimawandel. Das gehört eben mit dazu. Wir müssen das einbinden. Das will ich einfach nochmal verstärkend, zumindest aus meiner Perspektive, sagen. Ich glaube, das muss gut eingebunden werden. Und ich finde genau diese Frage richtig im Sinne eines Fingerzeiges. Wir müssen das mitdenken und vernetzt, verzahnt denken als Position meinerseits. Also dito zur Kommune, dort sind wir ja aktiv und wir stellen fest, dass Verwaltungen nicht in der Lage sind eigentlich auf unsere Ansprüche jetzt in Anführungszeichen als Zivilgesellschaft, als aktive Zivilgesellschaft einzugehen, weil sie eben überlastet sind. Ja? Also es ist nicht ihre primäre Aufgabe, auch Beteiligung zu ermöglichen. Und das ist gar kein Vorwurf an die Verwaltung und an die Kommunen, sondern sie sind einfach nicht in die Lage versetzt und da würde mehr gehen. Und zu Arbeitsplätzen, also ich komme ja aus der Lausitz, wir haben jetzt schon zu viele Arbeitsplätze, ne? Also wir reden nicht mehr darüber, mehr Arbeitsplätze zu schaffen beim Kohleausstieg. Also das ist eine Illusion, sondern es geht darum, Arbeit neu zu verteilen.
und anders zu denken. Und übrigens glaube ich auch nicht, dass wir jemals wieder genügend Lehrerinnen und Lehrer haben werden. Wir müssen Bildung anders denken. Also das nützt uns nicht, in alten Denkmodellen zu verharren, weil damit schaffen wir die Transformation nicht. Ne? Also wie in der Masse, also ich bin auch im Begleitausschuss des Lausitz-Programmes des Landes Brandenburg und habe jetzt gerade den Entwurf der Fortschreibung des Lausitz-Programms 2038 kommentiert. Und dann sage ich, warum ändern Sie die Prioritäten nicht, wenn sich jetzt schon abzeichnet, dass es mehr um Bildung gehen muss und mehr um Beteiligung, Umweltschutz etc. als neue Arbeitsplätze zu schaffen, die wir eh noch nicht besetzen können, weil wir jetzt schon nicht die Arbeitsplätze besetzen können, die wir haben. Also ich glaube, dieses Umdenken, also dieses auf den Kopf stellen, Denkmodelle hinterfragen, das passiert mir viel zu wenig in Deutschland und daran kranken wir wirklich, indem wir daran festhalten, dass das, was mal funktioniert hat, immer noch funktionieren kann. Ich bin Organisationsentwicklerin und in der Organisationsentwicklung sagt man, wenn man mal einen Hammer hat, dann sieht alles aus wie ein Nagel. Ja? Aber dann guckt man nicht drauf, ob man eine Schraube vor sich hat. Und Sie kennen, jetzt können Sie sich das Bild vorstellen. Also nicht mit dem Denkmuster der alten Welt an die aktuellen Probleme reingehen. Vielleicht gibt es ja auch ganz einfache Lösungen, wenn wir mal uns auf den Kopf stellen und das Problem dann aus dieser Perspektive uns anschauen. Hilft beim Denken. Okay, also Plädoyer, Kopfstand zu lernen. Und ich würde mal einen kurzen Blick ganz nach hinten in den Raum zum Live-Chat wagen und fragen, ob es dort eine Frage gibt, die hier in die Diskussion möchte. Ja, genau. Also wir hatten eine Frage aus dem Chat. Es ging ja gerade schon um Kommunalverwaltungen und auch um, wie Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sich da aktiv beteiligen können. Und jetzt war die Frage danach, wie man das sozusagen schafft, mit zurückhaltenden Kommunalverwaltungen umzugehen, was Klimaschutz angeht und wie man diese eben dazu bewegt, Klimaschutz zu betreiben und das eben vor Ort anzugehen. Genau. Eine ganz einfache Frage, würde ich sagen. Aber es hat schon jemand ein Mikro in der Hand. Ja, Sie sind Kommunalbeamter und sind da mit zur gesetzliche Vorgaben umzusetzen. Das geht nur über den Rahmen, über den gesetzlichen Rahmen und über Vorgaben, Zielvorgaben, Druck. Also es klingt jetzt platt, aber ich glaube, positiven Druck, Meilensteine definieren, eine Berichtspflicht, ich glaube, das geht nur so. Das ist meine Perspektive. Aber vielleicht antwortet auch ein Kommunalpolitiker direkt drauf. Na dann. Also beim Bündnis Bürgerenergie, da bin ich auch seit zig Jahren aktiv, auch immer mit dem Vortrag, was kann die Bevölkerung machen, damit sie die Verwaltung in die richtige Richtung bewegt. Denn Energie ist unsere Lebensaufgabe und die Transformation der Energie auf Erneuerbare ist die Lösung, weil der Planet überhitzt. So, und dann sage ich immer, warum geht ihr nicht, ihr lieben Bürger, um 17 Uhr zu bestimmten Stadtratssitzungen, da gibt es eine Einwohnerfragestunde und da warten wir Bürgermeister eigentlich auf euch Bürger, die nämlich uns die Frage stellen, habt ihr einen Plan, wie wir hier in der Region mit Treibhausgasemissionen umgehen? Und wann seid ihr soweit, dass das umgesetzt wird? Werden wir beteiligt? Und das ist ein so wichtiges Instrument, das wird deutschlandweit nicht bespielt, das merke ich immer wieder. Keiner geht dahin, ja 17 Uhr passt mir nicht, 17.10 Uhr ist auch schlecht. Aber die Frage, die ist so wichtig, weil die Presse sitzt dabei und auch die Medien sind überhaupt nicht sensibilisiert, viel zu wenig. Wir haben zwar ein Klimanetzwerk, also ein Netzwerk Klimajournalismus, da sind immer mehr Journalisten auch drin. Aber vor Ort, die regionalen Journalisten, die nehmen das mit, was gefragt wird und was gesagt wird. Und in den Stadtratssitzungen sind keine Bürger, die zum Klimaschutz und zur Energiewende dem Bürgermeister Fragen stellen. Das wäre ein echt super Rollout für ganz Deutschland aus meiner Sicht. Ja, dann haben wir jetzt hoffentlich hier schon mal ein paar KandidatInnen, die das bald machen können. In der ersten Reihe habe ich noch eine Frage gesehen. Ich wollte noch Frau Knopf fragen, ist es nur das oder geht es nicht auch um die Prozesse,
eigentlich dieses gegenseitige Lernen, was Sie ja auch vorhin beschrieben haben. Also wenn es darum geht, auch vielleicht Kommunen oder Akteurinnen zu überzeugen, die dem noch abgewandt sind, um diese Aushandlungsprozesse und gemeinsamen Lernprozesse. Also ich bin da jetzt keine Expertin auf der kommunalen Ebene, aber ich würde sagen, die Mischung aus dem, was Herr Leonhard sagt, die rechtlichen Rahmenbedingungen und Verpflichtungen schaffen plus die Finanzen sicherstellen, das würde ich sehen, dass das Essentielle erstmal ist. Ich würde jetzt zur Frage in der ersten Reihe, die schon lange wartet, und gucke nochmal in den Raum, ob es noch eine weitere Frage gibt, die auch schon sehr lange wartet. Genau, dann gerne noch der Herr im weißen Hemd. Ja, hallo, mein Name ist Harry Hensler. Ich bin einer der 2,2 Millionen Mitglieder des VDK. Ich bin Sprecher der Bündnis 90 Grünen LAG 60 Plus in Brandenburg. Ein Satz nur zu Ihnen. Ich bin 2019 zur konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung Bad Saarow gegangen und meine Frau hat mich gewarnt, ich soll da nicht hingehen. Und ich habe es aber trotzdem gemacht. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich kenne die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg jetzt sehr genau. Der Bürger hat Möglichkeiten und die Kommune muss umsetzen, nur die Kommune unterstützt ihn dabei nicht. So einfach ist es. Jetzt nochmal eine ganz wichtige Sache. Wir machen uns zurzeit in der Landesarbeitsgemeinschaft 60, also Senioren 60 plus, einfach Gedanken, wie kriegen wir das runtergebrochen auf den ländlichen Raum, wie kriegen wir es runtergebrochen auf die Städte. Wir haben jetzt mal eine Recherche veranlasst und haben uns mal angeguckt, was passiert eigentlich in unserem Land bei den Bürgern, bei denen, die das betrifft. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben da eine gewisse Hierarchie, die sehr genau wissen, um was es geht. Wir haben viel Kompetenz dort oben, aber dort unten ist überhaupt keine. Und das haben wir gesagt, das müssen wir ändern. Und dann haben wir eine Stiftung gefunden in NRW, mit denen wir jetzt auch Kontakt haben. Die haben sich mal auf die Fahne geschrieben, Klimabotschafter zu schulen als Ehrenamt. Und dort, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir 50 Senioren jetzt in NRW, die den ersten Lehrgang im März beendet haben. Und das ist ein Projekt, was wir jetzt in Brandenburg über die LAG 60 plus forcieren werden, weil das brauchen wir dort unten. Wir brauchen diese wir brauchen diese Wurzelbewegung da unten, damit das dann da oben auch klappt. Weil von oben kommt unheimlich viel, aber mit schwierigen Erklärungen, die Menschen gar nicht wahrnehmen, gar nicht verstehen und auch teilweise in den sozialen Medien total abgehängt werden. Ne? Wenn ich aber durch unsere Dörfer fahre in Brandenburg, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe ganze Orte, wo das entstanden ist, Dörfer. Und dann sehe ich auf einmal Dörfer, wo nichts entsteht. Es ist ganz einfach so. Ich glaube, das ist auch ein Ansatz für euch, die in diesen Bereichen sind, dass man wirklich diesen Bereich dort unten mit jetzt anfängt aufzubauen. Und was haltet ihr von der Idee, Klimabotschafter in allen gesellschaftlichen Altersgruppen einzuführen? Nehmen wir gleich hier auf, wobei wir auch schon gesagt haben, es kann nicht nur über ehrenamtliches Engagement laufen oder es muss finanziell gebackt werden. Ich nehme gerne noch die Frage aus der vorletzten Reihe. Mein Name ist Werner Klink, bin Rentner und gelernter Geologe, Naturwissenschaftler. Ich habe nach dem Studium in der Lausitz angefangen und bin dort aufgrund dieser, des Umweltschutzes, der dort so missachtet wurde, geflohen in den Randbereich von Berlin. Und jetzt muss ich erleben, ich wünsche es der Lausitz, dass es jetzt die Kohle zurückgefahren wird, aber ich erlebe, wie die erneuerbaren Energien unser Land zerstören. Die erneuerbaren Energien, die sind nicht umweltschonend. Die haben hinterlassen genau so eine Spuren und darüber spricht hier keiner. Und das finde ich schlimm. Von Herrn Habeck hat sich bei mir im
Magen umgedreht. Es soll mehr Energie zukünftig gebraucht werden oder hergestellt. Aber anstatt, das würde ich unter Energiewende verstehen, dass die Energieverbrauch zurückgefahren wird. Da spricht keiner davon. Auch Wilhelmshaven, wenn ich höre, wie da angebiedert wird, die Flächen sozusagen vollzustellen mit Windmühlen. Bei uns hier im Bad Freienwalde werden 400 Hektar Wald einfach gerodet, um Solarpaneelen können Sie zum Schluss kommen? Dafür wären drei Quadratkilometer bei uns in Freienbrink gerodet, damit solche Monster sozusagen, die zweieinhalb Tonnen schwer sind, durch die Gegend fahren können. Und das nennt man dann Energiewende. Das ist eine. Können Sie zum Schluss kommen? Ja. Danke. Ich glaube, wir können Ihnen da meine auch Frage lautet, warum wird das nicht berücksichtigt? Auf diese Aspekte, die werden völlig negiert. Also wir haben ja vorhin auch schon, sowohl mit Herrn Habeck als auch mit Frau Kempfert, haben wir ja schon auch das Thema Verzicht oder Thema Suffizienz auch angesprochen. Also das heißt, diese Themen wurden schon besprochen. Und ich glaube, wir haben hier auf der Bühne auch Menschen, die Ihnen da noch etwas zu entgegnen können. Ich würde erstmal gerne die Frage lokale KlimaschutzbotschafterInnen an Frau Schmidt geben und dann vielleicht Frau Knopf, können Sie was zu dem Thema erneuerbare Energien sagen? Herr Leonhardt, okay. Kann gerne an Frau Schmidt anknüpfen. Alles klar, dann fangen wir mit den KlimabotschafterInnen an. Ja, ich kenne das Projekt und ich finde grundsätzlich, das ist ein gutes Beispiel für zivilgesellschaftliches Engagement in diesem Wandel. Meine Erfahrung ist, dass es eben nicht nur im Ehrenamt geht, sondern mein Credo ist, Ehrenamt braucht letztendlich Begleitung, um es zu kanalisieren. Na, also insofern ja unbedingt ganz viele Ideen und ganz viel zu tun, aber ich glaube ganz einfach, dass wir diese Begleitstrukturen bisher vernachlässigt haben, damit wir dieses Ehrenamt und die Engagierten und die Ideen, die daraus erwachsen können, tatsächlich wirklich das Potenzial gut nutzen. Das ist mein Credo. Nicht Ehrenamt lassen, nur noch alles hauptamtlich. Nee, das wird's nicht. Und vielleicht kann ich die Brücke zu Ihnen sein. Das ist genau der Dialog, den wir brauchen. Für diesen, das hat was mit Akzeptanz zu tun, genau das in den Mittelpunkt zu stellen und zu diskutieren, auch gegenzuhalten. Also wir bieten und bietern uns überhaupt nicht an, sondern wir wollen Lösungen schaffen. Und das gehört eben zu diesem, ich sag mal, auch Dialogprozess, den wir brauchen, der eben auch was mit Akzeptanz zu tun hat. Das vielleicht als Brücke zu Ihnen, dass Sie es vielleicht abbinden. Nochmal aufzunehmen. Also wenn ich das sozusagen auf der Metaebene Ihren Punkt richtig verstanden habe, dann weisen Sie ja darauf hin, dass wir mit dem Ressourcenverbrauch so nicht weitermachen können. Und das ist natürlich irgendwann ein schwieriger Trade-off. Also sozusagen Ausbau der Erneuerbaren, ja, wir brauchen dafür Stahl, wir brauchen dafür Silizium und so weiter. Und da werden wir sozusagen in Konflikte laufen beim Ressourcenverbrauch. Und da würde ich erstmal zustimmen. Ich glaube, wir brauchen trotzdem den Ausbau erstmal. Und dann muss man eben gucken, wie man dann diese Zielkonflikte oder Knappheiten, die dann irgendwie zusätzlich nochmal auftreten werden, handelt. Oder auch wo Sie sagen, dass neue Windkraftanlagen aufgebaut werden und ich meine, das geht ja auch alles im Wald und so weiter. Aber sozusagen, das sind die Zielkonflikte, die Sie aufzeigen. Ich würde die auch nicht negieren, sondern wie Herr Leonhardt sagen, da muss man drüber reden. Zu den Klimabotschaftern, finde ich, klingt nach einer ziemlich guten Idee. Ich würde ja sagen, Fridays for Future, das waren für mich die KlimabotschafterInnen, weil die das an die Mittagstische und Abendbrotstische der Familien gebracht haben. Und das finde ich eigentlich, dass man sozusagen in der Breite diesen Diskurs und Dialog braucht und das sozusagen das auf verschiedenen Ebenen ansetzt, wo Leute mit einer hohen Kompetenz sind und die das sozusagen in ihre Kreise dann reintragen, weil das macht gar keinen Sinn, wenn das irgendwer in Berlin sagt. Das kommt sonst nicht an. Also insofern klingt diese Initiative auf jeden Fall erstmal sehr gut. Ja, vielen Dank für Ihre Antwort zu beiden Fragen und diese Zielkonflikte, das ist ja auch das, was eigentlich seit heute Morgen sich schon durch die Veranstaltung zieht, die
gibt es einfach und verstärkt, weil wir ja so viel Zeit haben, verstreichen lassen. Und deswegen ist es jetzt umso schwieriger, die auszuhandeln. Und ich finde, wir hatten einige gute Anregungen hier auf dem Panel, wie das auch von unten sozusagen geht und regional angepasst. Ich gucke auf die Uhr und hier vor uns läuft ein Timer ab. Das Mittagessen ruft, vielleicht knurren auch schon Mägen. Ich wollte zum Abschluss, unsere Veranstaltung heißt ja Gesellschaftsprojekt Energiewende. Es ist ein großes Gesellschaftsprojekt, an dem möglichst viele mitwirken sollen, müssen. Und ich wollte Sie jetzt zum Abschluss einfach fragen, womit können Sie anderen Mut machen und andere motivieren, sich einzubringen? Und ich würde mit Frau Bentele beginnen, die ganz links sitzt. Also was für mich zum Beispiel ermutigend und gut ist, dass immer mehr Diskussionen auch zum Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit inzwischen eine soziale Perspektive berücksichtigen. Das merke ich daran, dass ich immer wieder eingeladen werde zu dem Thema, was früher, glaube ich, so nicht der Fall war. Da hat die Umweltbewegung, glaube ich, sehr getrennt von der sozialen Bewegung diskutiert. Das finde ich was sehr Ermutigendes, dass hier unterschiedliche Perspektiven zusammengebracht werden. Und was ich ermutigend finde, jetzt für mich, für meine Mitglieder, dass wir ein Zielbild verabschieden konnten, in dem eben auch das Thema der sozialen Folgen des Klimawandels und der Umgang damit überhaupt mal wirklich immer mehr zum Thema wird, auch in einem Verband, der sich sonst um Rente, Pflege, Teilhabe von Menschen mit Behinderung kümmert. Auch das, auch so rum muss ja der Weg gehen, nicht nur andersrum. Und das finde ich für mich immer eine ganz ermutigende Sache, dass wir die Themen besser und immer mehr verknüpfen und eben auch mit Projekten wie eben Klimabotschaftern vor Ort. Ich halte von sowas sehr viel. Und ich glaube auch immer, dass es beides geben muss. Es braucht halt auch Zivilgesellschaft und es braucht auch Ehrenamt. Natürlich braucht es auch Strukturen und finanzielle Mittel. Aber als Gesellschaft ist es ja auch schon so, dass natürlich eine Bewegung nicht dann starten und erfolgreich sein kann, wenn sie erstmal Strukturen und Geld hat, sondern dass eben der Druck tatsächlich auch woanders herkommen muss. Und das finde ich eine ermutigende Sache, wo ich auch als Sozialpolitikerin, die wahrscheinlich noch jahrelang dafür streitet, dass allen die Rentenversicherung einzahlen, ich habe von Fridays for Future echt verdammt viel gelernt. Also mir hat es schon Mut gemacht, eben zu sehen, wie Menschen es schaffen, ein Thema so auf die politische Agenda zu kriegen, indem sie sich, wie es vorher eben war, kommen sie in die Bürgersprechstunde, in dem Fall eben am Freitag an Orte gestellt haben, an denen sie aufmerksam gemacht haben. Und das ist ja ein sehr probates Mittel gewesen. Also das fand ich ermutigend, dass gesellschaftliche Bewegung so funktionieren kann. Vielen Dank, Herr Leonhardt. Womit können Sie Mut machen und zum Mitmachen motivieren? Auf die Lust zur Veränderung. Ich glaube, auch dieses Land hat Lust auf Veränderung ein Stück weit. Also nicht überall, gar keine Frage, aber ich glaube, der Mensch ist grundhaft neugierig. Wir stehen vor einem Veränderungsprozess und das macht Lust, das braucht Dialog, das braucht Anschubsen und Punkt. Das würde ich gerne so stehen lassen. Ja, da knüpfe ich an. Ich sage immer, in Deutschland gibt es noch ganz viel Potenzial. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die eigentlich gerne sich strecken möchten und anstrengen möchten und nicht so recht wissen, wo sie hinfassen sollen mit ihrer Kraft und ihren Möglichkeiten. Und das nehme ich eben auch wahr. Und wenn wir bessere Ideen davon bekommen, wo die anfassen können, dann kann hier wirklich echt was passieren. Ich würde noch ergänzen, es macht manchmal Sinn, irgendwie innezuhalten und zurückzublicken, dass doch schon eine ganze Menge passiert ist. Das vergessen wir ja auch manchmal und auch ich kritisiere gern die Politik, dass es immer noch nicht reicht, aber manchmal auch zu gucken, es ist auch schon was passiert, das ist irgendwie ermutigend zu sehen, man kann was bewegen, es bewegt sich was und dann machen wir die nächsten Schritte auch noch nach vorne. Das ist ein schönes Schlusswort und ich glaube, es ist ein gutes Schlusswort für die Macherinnen und MultiplikatorInnen, die hier auf der Bühne sitzen, die aber auch im Publikum sitzen, auch mal zurückzublicken, daraus Kraft zu schöpfen, Motivation zu schöpfen, dass es sich lohnt zu kämpfen, dass es sich lohnt, dafür einzusetzen. Ich danke Ihnen für Ihren Einsatz, für Ihre Arbeit und danke Ihnen für die vielen Fragen, das Interesse. Es geht jetzt weiter mit dem Mittagessen, eine Stunde und dann treffen wir uns wieder um 14 Uhr hier zum Thema Fachkräfte.